Und wenn die Welt sich erinnert. Ihr habt gesiegt. Ich kann es spüren. So ist es. Ihr habt euch als wahrer Verbündeter der Skal erwiesen. Daher sind auch die Skal eure Verbündeten. Wenn ihr den Windstein befreit und den Bann über mein Volk gebrochen habt, könnt ihr für den Rest von Solstheim vielleicht das Gleiche tun. Damit werden wir Mirak nicht gänzlich aufhalten. Aber vielleicht können wir ihn etwas bremsen. Dabei kann ich nicht helfen. Niemand hier kann das. Ihr benötigt das Wissen, das Mirak selbst erlernt hat. Ihr müsst mehr über dieses schwarze Buch herausfinden. Das war in Miraks Besitz. Es sieht nicht aus wie etwas vom Drachenkult. Es ist ein finsteres, unnatürliches Ding. Ich will nichts damit zu tun haben. Aber der Zauberer der Dunkelelfen, Neloth, er kam vor einiger Zeit zu uns und fragte nach schwarzen Büchern. Ich glaube, dass er sehr viel über sie weiß. Vielleicht sogar zu viel. Sucht ihn im Süden. Seid vorsichtig, Drachenblut. Hier ist etwas anderes am Werk. Er sucht ebenfalls nach ihnen. Er hat sogar schon eins gefunden. Er hat es mir gezeigt, als er hierher kam. Es ähnelte dem, das ihr in Miraks Tempel gefunden habt. Eine Schöpfung dunkler Magie, nicht des Allschöpfers. In unseren Traditionen werden sie nicht erwähnt. Aber sie und Mirak sind miteinander verbunden. Wenn ihr ein schwarzes Buch gelesen habt, habt ihr ihn gesehen. Also sind die Drachen zurückgekehrt. Nun, die Skal haben Schlimmeres überlebt. Die Macht des Steins wurde korrumpiert. Das war die Quelle des Einflusses, der die Skal überwältigt hat. Euer Schrei brach das Böse, das den Stein kontrollierte. So wurde seine wahre Bestimmung als Überbringer der Gaben des Allschöpfers wiederhergestellt. Die Befreiung der anderen Steine mindert den dunklen Einfluss, der sich auf Solstheim ausbreitet. Ja, es gibt 6 heilige Steine. Wind, Wasser, Erde, Tier, Sonne und Baum. Sie bewahren die Einheit des Landes. Freya sah, dass der Baumstein jetzt in Miraks neuem Tempel eingesperrt ist. Ich bezweifle, dass ihr ihn befreien könnt, bevor seine Macht
nicht gebrochen worden ist. Doch ihr könnt vielleicht die anderen Steine läutern. Auch wenn das Mira'ak nicht aufhalten wird, wird es seine Rückkehr sicher verzögern. Möge der Altschöpfer euch behüten. Und wenn die Welt sich erinnert. Dann ist es um diese... In seinem Schrein. Thank you.
auf! Was braucht ihr? Nach euch. Jetzt ist er zwar tot, aber wo kam er eigentlich her? Was braucht ihr? Dann mal los. Setzt bloß nicht in Brand, in Ordnung? Lebt wohl.
schon sie vergessen haben. Ich mache mich aus dem Staub. Vergesst nicht, wer hier das Sagen hat. Ist... Ich wusste es. Ihr werdet bluten. Was macht ihr hier? Wir bekommen hier nicht viel Besuch. Braucht ihr etwas? Tel Mithrin, die Heimat von Meister Nelot. Ihr habt vielleicht von ihm gehört. Er ist ein berühmter Telvanni-Zauberer. In Morrowind lassen die Telvanni-Gebäude aus speziellen Pilzsporen entstehen. Meister Nelot hat tatsächlich hier eines wachsen lassen, in dem er wohnt. Fragt mich nicht, wie er das gemacht hat. Nein. Talvas ist sein Lehrling. Ich bin hier der Diener. Ich kümmere mich um die alltäglichen Angelegenheiten von Tel Mithrin. Warum funktioniert diese Beschwörung? Ihr gehört nicht hierher. Ja, ich versuche, einen Aschenwächter zu beschwören. Ich habe nur Probleme damit, Meister Nelots Handschrift zu entziffern. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich muss mich konzentrieren. Wenn ihr es unbedingt wissen müsst, ich versuche, diesen Aschenwächter-Zauber hinzubekommen. Nun muss ich mich konzentrieren. Und solltet ihr euch nicht eigentlich um die Schäden am Turm kümmern? Meister Nelot hat ihn nicht.
Ihr schon wieder. Hab ich euch nicht in Rabenfels gesehen? Ihr sprecht von den Bänden voll mit esoterischem Wissen, die der alte Hermeus Mörer überall in der Welt verteilt hat. Besteht da irgendein Zusammenhang mit eurer Suche nach Mirarak? Gefunden? Ja. Und gelesen sicher auch, oder? Streitet es nicht ab. Ich kann es in euren Augen sehen. Auch gefährliches Wissen ist Wissen und damit nützlich. Meiner Erfahrung nach ist es sogar oft die nützlichste Wissensart. Das ist ein sehr gefährlicher Pfad. Hermeus Mora macht einem keine Geschenke. Oder es könnte euch wie Mirarak ergehen. Dann hätten wir zwei machtgierige Drachenblute. Könnte sehr interessant sein. Oh ja, sie sind nicht schwer zu finden, wenn man erst einmal weiß, wie man danach suchen muss. Ich habe hier eins, das ich benutzt habe, um weitere zu finden. Ich war nicht untätig, während dieser faszinierende Wahnsinn Solstheim erfasst hat. Aber mein Buch ist nicht das, wonach ihr sucht. Ich bin ziemlich sicher, dass es keinen Zusammenhang mit diesem Mirarak gibt. Aber dafür weiß ich, wo ein schwarzes Buch zu finden ist, das euch helfen kann. So ist es. Allerdings ist es mir noch nicht gelungen, eins zu bekommen. Vielleicht können wir ja gemeinsam die Geheimnisse der Dwemer entschlüsseln. Verbotenes Wissen war eine Art Spezialität der Zwerge, nicht wahr? Ihr habt doch nicht etwa geglaubt, so einfach widerstehen. Die alten Dwemer scheinen dieses Buch entdeckt zu haben. Ich habe in den Ruinen von En'Jardak ihren Leseraum gefunden. Das Buch befindet sich dort in einer Art Schutzvitrine, die ich bislang nicht öffnen konnte. Aber vielleicht können wir uns das Buch ja zusammenholen. Dann auf nach En'Jardak. Folgt mir!